Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. In den letzten Folgen haben wir endlich den Lord Regenten erledigt. Allerdings wurden wir dann gleich von den Kaisertreuen verraten, was ich ziemlich scheiße finde. Ich bin auf jeden Fall auf Rache aus. Wie es um Corvo steht, weiß ich nicht. Ist ja ziemlich schweigsam, der Kerl. Ups, so weit wollte ich nicht springen. Daher einfach mal sehen, was das Spiel so vorgesehen hat dafür. So, erstmal hier ein Gesundheitselixier schlucken. Oh, das sieht ja auch lecker hier aus. Alter Schwede. Hexenfisch. Klasse. So, und wir haben alle unsere Waffen verloren. Wir haben nur ein Schwert und das Herz. Da ist eine Rune. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wahrscheinlich dorthin. Versuchen wir es doch mal, nicht Zeit verlangsamen. Oh, geht sogar direkt. Zack, sind wir oben. Hier bräuchten wir am besten eine Ratte oder so. Aber hier ist keine, oder? Ja, das bringt uns ja auch nicht weiter. Schade, wo ist denn. Wieso ist denn hier keine Ratte? Das finde ich jetzt ziemlich scheiße irgendwie. Naja, gut. Alter, gleich angegriffen hier. Gehörst jetzt mir. Ey. Ja, mein Fisch. So. Wollen wir doch mal schauen. Aha. Und schwuppdiwupp sind wir draußen. Und ich würde sagen, wir holen uns gleich erstmal die Ausrüstung wieder. Warum schwimme ich hier so behindert rum? Zu Dorts Hauptquartier? Nein. Erstmal will ich hier Ausrüstung wieder haben. Eier des blaubäckigen Hexenfisches, nur wenn ihm es schmeckt. Na? Scheiß Viecher, fresse ich wenigstens deren Eier weg hier. So, Herzchen, was sagst du? Da oben ist ein Knochenartefakt. Bam. Ih! Wie abartig ist das denn? Schießen die hier mit so einer Art Säure rum? Alter, das ist ja mal ekelhaft. Zu Dorts Hauptquartier. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Ich will meine Ausrüstung wieder haben. Kugeln, meins. Okay, warum sind die hier tot? Warum sind die hier tot? Ja, wie soll ich jetzt an denen vorbeikommen? Am besten übers. Hallo? Übers Dach hier. Nein, so wird das natürlich nichts. So auch nicht. Hier kann ich rein? Okay, was ist denn hier drin? Alter Schwede, okay, geht's da drin irgendwie. Die sind alle tot hier, was ist passiert? Alter, sind da unten noch mehr solche stinkenden Viecher hier. Aber die wurden ja alle mit einem Pfeil in den Schädel getötet. Alter Schwede. Die Viecher kann ich jetzt schon nicht leiden. Na, aufgeregt. Ach, das ist auch noch so eines. Alter, wie laut das hier gerade wird. Ja, aber hier drin ist ja sonst nichts. Bisschen Muni. Oh, noch eine Granate. Meine Pistole. Hier ist auch noch was. Holen wir uns natürlich auch. Hopp. Ach, und da geht's zur Ausrüstung. Ich will allerdings mir noch das Knochenartefakt holen. Die Tür geht natürlich nicht auf. Naja, ganz ehrlich, Knochenartefakte sind mir jetzt nicht ganz so wichtig. Was auch immer das jetzt gebracht hat.
Ich würde sagen, ab zu in Greaves Raffinerie. Ach was, Moment mal. Nee, hä? Okay. Die sind auch alle tot. Was ist hier passiert? Alter, das darf nicht wahr sein, ne? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Fresse halten, Spasti. Wie mir die auf den Sack gehen hier. Was ist das für blaues Zeug? Oh, war nicht ganz so geplant, aber gut. Ich würde da ganz gerne einfach reinstellen in die leuchtende Substanz. Wird schon schief gehen. Alter, kommen hier gleich alle an. Alter, das ist ja noch schlimmer geworden hier mit der Seuche. Selbst hier schon Wachen und so. Übel. Immer her damit. Ich schlag mir hier schön den Magen voll. So, Ausrüstung. Dort Hauptquartier zu deiner Ausrüstung. Alter, muss ich noch ganz darüber. Am Arsch. Aber, ups. Ja. Wir können ja jetzt, das wusste ich, dass da noch was ist. Da wollte ich noch runter. Wir können ja jetzt fettweit springen. Und leise und schnell laufen. Okay, nice. Was haben wir hier sonst noch irgendwas? Ein Buch. Protokoll des Raffinerieleiters. Auszug aus einem Arbeitsprotokoll. Die Tanker mit der Kennzeichnung Lieferung B vom Schlachthof des Walhauses dürfen nur mit der unteren Rohrreihe verbunden werden. Diese Schiffe transportieren den Tran junger Wale, der einem anderen Verfeinerungsprozess unterzogen wird, um dieselbe Wirksamkeit zu gewährleisten. Wir müssen die Tanker so schnell wie möglich leeren und sie wieder zum Walhaus zurückschicken. Die Greaves Lightning Öl Company steuert in diesem Quartal auf einen Rekordgewinn zu und ich bin fest entschlossen, dass die Raffinerie die Lorbeeren dafür einfährt und nicht diese Primitivlinge vom Walhaus. So, räumen wir mal hier weiter aus. Mal wieder hier ein bisschen Kohle sammeln, ne? Was haben wir da? Da ist noch irgendwas nebenan. Wie komme ich da rein? Ups, ne, so nicht. Zack, hier nebenan muss ich irgendwie rein. Da. Jetzt hätte ich fast eine Granate geworfen. Und ich würde mal sagen, ich gucke auch gleich mal mit dem Herz nach. Hier sind allerdings keine Runen oder ähnliches. Sicherheitshinweis der Raffinerie. Lassen Sie die Treppe immer in der oberen Position, außer bei einem Schichtwechsel oder im Notfall. Nichteinhaltung kann zu Schäden an Ausrüstung und oder dem Verlust von Menschenleben führen. Bei einem Notfall wird die Hauptstromzufuhr abgeschaltet. Verwenden Sie die Reserve zu Ihrer Rechten, um diese Steuereinheit wieder mit Strom zu versorgen. Ah, schon klar. Konnte man das eben, hat eben so geblinkt, dachte ich. So, wo ist denn hier? Hier ist natürlich nichts. Ich brauche jetzt Nachtsicht einmal, um zu sehen, dass ist der leer? Ja, der war leer. Aber hier kann man auffüllen. Ja, damit. Alter, wieder diese Mongos. Alter, wie die einfach mal so stur bleiben hier.
Frechheit. Na dann, befüllt. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch da oben hin. Ja, so geht das. Kann ich natürlich nicht. Och Mann, jetzt muss ich da ernsthaft hinspringen. Oder auch nicht. Weil ich es drauf hab. So, ich will meine Ausrüstung haben. Alter, wie awesome ist das denn? Geile Sache. Alter, wie viele Ratten da unten gerade sind. Scheiß die Wand an. Alter, wie man nicht mal hört, wenn ich die Treppen hochsprinte hier. Wenn man nicht mal das hört. Geilo. Zack. Ganz elegant. Ich sag es und es geht schief. Kennt man ja. Okay. Warum kommt er zurück? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Scheiße, ey. Sonst schneiden die immer nach dem Weg. Fuck! Alter, bin ich hier unten runtergefallen. Am Arsch! Am Arsch! Das ist jetzt ein Witz. Ich bin... Leckt mich. Leckt mich! Naja, letzter Speicherpunkt. Hoffentlich ist das nicht so weit zurück. Liegt das nicht so weit zurück? Warum kommt er zurück? Na also. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Sonst schneiden wir ihm am Markt den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen. Er wird einen Weg finden. So, zu meiner Ausrüstung. Naja, wenigstens bin ich wieder hier. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Ja, ich nehme eben noch die Folge zu Ende auf. Sagen Sie Ihrem Schichtleiter, er soll in jeder Schicht jemanden für die Wartung abstellen. Die Leitungen fallen hier oben ziemlich oft aus. Erlauben Sie uns wenigstens zur Sicherheit, einen Walölkanister im Reservelager bei der Brücke aufzubewahren, um sicherzustellen, dass keine Probleme bei der Energieversorgung auftreten. Wir sind die Greaves Company, verdammt nochmal. Da sollte es doch möglich sein, einen zusätzlichen unserer Öltanks zur Verfügung zu stellen. In einfachen Worten, ohne Energie bleibt die Brücke oben. Solange die Brücke oben bleibt, kommen wir nicht an die Raffineriemine. Ohne Zugang zur Raffinerie können wir unsere Arbeit nicht machen. So einfach ist das. Klare Sache. So, dann brauche ich nur einen leeren Tank hier. Ach, das ist Walöl, was da überall rumläuft und die Mutation verursacht. Ich glaube, ich habe gerade einen Weg entdeckt. Alter Schwede, hier ist ja ganz schön viel Stuff. Über die Waljagd hatte ich schon, das weiß ich. Was haben wir da? Greaves Walhaus hatte ich auch schon. Und da unten wieder... Ja. Oh, scheiß deutsche Übersetzung, dass sie das nicht auf Englisch lassen können. Ist doch viel besser auf Englisch, der Song. Also, ich meine, der Text. Ist auf Deutsch ziemlicher Scheiß. Nein, ich wollte da oben ran. Yay, eine Karte. Alles klar, das bringt gar nichts. Ich will da rüber. Oh, okay. Na? Na? Na also.
witzig. Scheiße. Ist hier denn ein Ersatzöltank oder nicht? Das ist jetzt die Frage hier, ne? Könnte ich da jetzt theoretisch einen Falkenangriff machen? Ich will es mal ausprobieren. Ah. Ich speichere jetzt einfach ab. Die Folge ist nämlich gleich vorbei. Da mache ich einen Falkenangriff. Versuche es zumindest. Und dann werden wir ja sehen, ob es klappt oder nicht. So, wo ist er? Da ist er. Nein! Alles klar, der stand dafür zu blöd. Aber ich bin bei der Ausrüstung angekommen und werde gerade von Ratten gefressen. Auch nicht schlecht. Alles klar, das war auch schon die nächste Folge des Dishonored. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.